herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Ja, langsam scheint sich das Ganze hier so ein bisschen aufzuspalten. Arthur! Oh, sorry. I was miles away, thinking of, I don't know. Dutch said to tell you he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. Ja. Besuchszeit abgeschlossen und wir machen heute direkt straight weiter mit der nächsten Mission, und zwar für Micah, wenn ich richtig weiß. Thank you. Thank you so much. Jo, kein Problem, gerne gemacht. To have lost his mind? I know. Just be careful. I don't have to be careful. Warte mal, ich guck mal so gerade auf die Karte gucken. Was ist hier denn die Mission? Die ist irgendwo weit weg, ne? Ja, die ist da hinten. Okay. Dann machen wir uns da wieder auf. I have you as a friend. Dann machen wir uns da mal auch wieder hin. Ich meine, überall, wo wir neu sind, haben wir Probleme mit irgendwie mit dem Gesetz. Das hat sich bis jetzt in jeder neuen Stadt gemacht. Das hat sich dann in Saint-Denis weitergesetzt. Dann natürlich auch auf Guama. Und ja, hier geht es eigentlich straight weiter so. Mit dem Freier von John. Und der Schießerei mit den Wachen in der letzten Folge. Ist das nicht so manchmal so gut? Man könnte auch mal einen ruhigen Neuanfang starten, aber immer wieder kommt man mit dem Gesetz in Konflikt. Oh, oh. Eieiei. Ich muss hier raus. Scheiße. Hey. Scheiße. Ja, Zeugenverbrechen gemeldet. Ich wurde angegriffen. Ja, ich kann... Danke, ihr behinderten Arschlöcher, Alter. Ich muss hier mal raus, vor allen Dingen. Ja, genau. Und vor allem wurde ich angegriffen und nicht ihr. Ich muss hier raus, gerade mal komplett. Willst du mich jetzt verarschen, oder?
vorstellen, dass nur weil ein paar so komische Idioten uns angegriffen haben. Ach Gottchen, ey. So, wir machen mal gerade ein bisschen. Wir machen uns gerade, stellen uns gerade mal hier hin, weil wir brauchen gerade ein bisschen Luft. New Hannover. Ja gut, wenn wir jetzt ein Postfach finden. Postfach finden, jetzt haben wir nämlich auch schnell das Kopfgeld direkt. Alter Verwalter, was geht denn heute schon wieder los ab hier? Ich will eigentlich auch nur das. Was geht denn heute schon wieder ab in uns hier? Ja, meine Fresse, genau. Ach, geht mir nicht auf den Sack, ihr Muschis, Alter. Ich will nicht... Ach, nervt mich doch nicht alle, Leute. Ey, ich will doch nur diese nächste Mission annehmen und direkt wieder... Ich muss direkt weggeschossen werden. Direkt weggeschossen. Du kommst doch nie, ich bin direkt weggeschossen. Ach, haut doch einfach ab. Ich hab doch gar nichts getan, ey. Ernsthaft jetzt? Ich habe eigentlich mich nur gewehrt. Ich wurde von irgendwelchen Räubern angegriffen. Ja, es ist hier vorbei. Sie kassieren mich. Ja, meine Güte. Hau ab, Mann! Geh mir nicht auf den Sack, ey! Ich glaube, ich brauche eine andere Route. Ich kann hier nicht weiter lang. Boah, Alter, ey. Das ist schlimm heute wieder. Was geht hier heute ab? So, ich muss mal gerade auf die Karte gucken. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, mal außen... da außen irgendwie rumzugehen? Wenn ich ehrlich bin, macht es ja schon fast keinen Sinn, mir zurück nach Ennisburg zu reisen. Ah, leck mich doch, ey!
Himmel, nicht auf. Oh, ey, du kommst nicht. Du kommst quasi nicht raus aus der ganzen Scheiße hier. Och Leute. Nö, Mann, du darfst die nicht machen, die mich hier. Die darfst du mich auch gar nicht machen. Du musst hier raus. So, ist nervig. Alter, ey. Ernsthaft, das ist gerade. Oh nein, nicht schon wieder. Aber dass auch jemand auf die Reihe bekommen, hier irgendwas zu machen. Leute, Leute, was geht heute hier ab, ey? Boah, wir starten die Folge und direkt wieder durch die Schieße rein, weißt du, als erstes. So, kann ich jetzt irgendwie mal in Ruhe was machen, ohne dass. Ja, der. Oh, der geht direkt durch, das geht direkt durchs Gebiet hier durch. Ja. Also, wenn ich mal direkt in die Stadt kommen würde, dann könnte ich auch zum Postgefahren und mein Kopfgeld zahlen. Ich habe Kohle genug. Ich muss nur das, wie gesagt, da irgendwie mal vernünftig jetzt durch. Na komm, führen wir mal das. Komm mit. Dass wir das jetzt mal ein bisschen gerade. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, klar. Alter, geht das schon wieder hier richtig. Ruhe, wir sind noch nicht mal wirklich in die Mission reingekommen. Oder beziehungsweise wir kommen noch nicht mal in die Nähe der Stadt. Weil dann, sobald wir das Problem haben, sobald wir einer uns von den Gesetzeshütern sieht, haben wir wieder die gleiche Scheiße an der Backe. So, wenn ich jetzt mal in die Stadt kommen könnte, wie gesagt, das wäre super. Die Frage ist, wie viel Gesundheit hat das Pferdchen noch? Wieder, zumindest. So, ich will zumindest mal rein nochmal. So, ein bisschen Gesundheit haben wir gekriegt. Jetzt machen wir mal einen entspannten Ritt Richtung Stadt. Packen vor allem mal die Waffe weg. Okay, die ist weg. Jo, was für eine Kacke. Ja, nö, ich hab gerade genug Scheiße an der Backe momentan.
Ich muss eigentlich nur ins Postamt. Wenn ich da hinkomme, dann habe ich zumindest mal die... Kann ich das Kopfgeld zahlen und dann habe ich die Scheiße von der Backe, dass mich dauernd die Leute jagen und ärgern. Ich glaube, die Beziehung kann man sowieso nicht machen jetzt gerade, ne? Ja. Super, die Postmeisterin ist das, glaube ich, hier. Keinen Ärger machen, jetzt irgendwie noch unnötigerweise. Be with you momentarily. Thanks, Mister. Ich will das Kopfgeld bezahlen, vor allen Dingen. Alles bezahlt. Hate to say it, but nice doing business with you. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe. Jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe, Gott sei Dank, ohne dass uns ständig irgendwelche Leute jagen. Ich will unmöglich. Ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt, tausend Dinge jetzt hier zu machen. Gut, ach, wisst ihr was, das machen wir in der nächsten Folge. Wir gehen in die nächste Folge dann rein und dann starten wir die Mika-Mission. Ja, sorry, liebe Leute, dass das heute einfach mal so eine Folge ist. Passiert einfach mal. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder bei Red Dead Redemption 2 und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit am Start seid.